Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder MIFCOM und zwar mit dem Kick-Ass-Deal i5 13400F RTX 3070 für 1349 Euro, runtergesetzt von 1549 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Und auch hier wieder kurz vorweg, das System wurde mir von Kuschel vorgeschlagen, der hat das bei uns in den Videovorschläge-Kanal reingepostet und den schauen wir uns jetzt an. Kommen wir immer erst zu dem Bild, das Bild ist jetzt nicht sonderlich fake, der Kühler ist ein anderer, wir haben hier einen BeQuiet-Kühler drin, der sogar noch ein bisschen mehr leuchtet als der jetzt hier von Arctic, aber ansonsten, ja, kommt es relativ nah dran, also da ist jetzt nicht übelst viel Bling-Bling drin, was man dann hinterher nicht zu Hause hat, das passt schon soweit. Die geben sowieso hier unten immer an, Produktbilder können optionale Komponenten enthalten, also es sind Beispielbilder. Starten wir auch direkt mit dem Gehäuse, das ist ein Enderfy Signum 300i. RGB Glasfenster. Das bringt schon drei Lüfter vorne mit 120mm RGB beleuchtet und 120er hinten auch RGB beleuchtet. Diese Cases hatte ich schon hier in ähnlicher Bauweise. Enderfy hat ja mehrere davon. Die haben eine Mesh-Front, die sind soweit ganz in Ordnung. Ist jetzt nicht High-End, aber die sind schon okay soweit. Airflow ist auf jeden Fall da, das passt. Und das kostet 79,89 € bei Mindfactory. Der Prozessor ist ein Intel Core i5 13400F. Den kennen wir ja schon, der 10 echte Kerne bzw. 16 Threads, hat 65 Watt TDP bzw. 148 Watt kann er sich rein Schrauben, wenn ihr ihn quasi unlockt, beziehungsweise er haut sich das, glaube ich, 56 Sekunden lang rein oder 57, irgendwie sowas in die Richtung, dann geht er wieder auf seinen Basistakt, beziehungsweise auf die Basis-TDP und dort unterstützt offiziell DDR5 4800 MTS, beziehungsweise DDR4 3200 MTS. Wir haben hier noch ein DDR4-System, kommen wir aber gleich noch zu. Der Prozessor reicht für den gewöhnlichen Gamer eigentlich aus, wenn ihr jetzt nicht eine übel starke Grafikkarte habt. Ich würde schon so sagen, ab einer 4080 spätestens sollte man vielleicht schon 13.6er nehmen. Hier haben wir allerdings eine 3070 drin als Grafikkarte, deswegen reicht der 13400F noch aus. Es kommt natürlich auch immer darauf an, worauf spielt ihr. Wenn ihr auf 4K spielt, ist der Prozessor nebensächlich. WQAD wird die ganze Sache schon interessanter. Und der kostet 214,89 € bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein Asus Prime B660 plus D4 Intel B660. Jetzt haben wir hier natürlich ein B660 Board. Wir sind eigentlich bei B67 für die 13. Generation Intel. Normalerweise waren die B660 für die 12. Generation. Mit einem BIOS Update kann man allerdings die 13er auch drauf laufen lassen. Ansonsten haben wir hier gekühlte Spannungswander, 4 RAM-Bänke. Hier kann SSD verbaut werden. Hier kann noch eine weitere SSD verbaut werden und hier unten auch noch zwei Stück. Wobei der Slot hier, der ist ziemlich klein, da kommt meistens dann so eine kleine WLAN-Karte oder ähnliches rein. Dann kommt hier die Grafikkarte hin und hier habt ihr noch zwei Anschlüsse für, weiß ich nicht, eine Capture-Card oder eben eine WLAN-Karte, wenn ihr das gerne machen möchtet. Was das I.O.-Panel angeht, haben wir Mikrofon, Kopfhörerlein, Innennetzwerkanschluss, zweimal USB 3.1, einmal USB 3.0, USB Typ C ist mit am Start, zweimal USB 2.0 und die Onboard-Grafik könnt ihr hier nicht benutzen, weil das ein F-Prozessor ist, der hat keine integrierte Grafikeinheit. Ihr müsst das Bild sowieso über die Grafikkarte ziehen. Das ist jetzt nichts Besonderes. Das ist ein okayes Board. Es gibt natürlich deutlich bessere, es gibt auch deutlich schlechtere. Das ist so ein Mittelding, das passt schon. Und das kostet 134,89 € bei Jakob Elektronik. Die Grafikkarte ist ein Nvidia GeForce RTX 3070 8 GB. Hier wissen wir sogar, was wir bekommen. Das ist eine Asus Dual OC. Natürlich ist die 3070 schon ein bisschen älter, also aus der letzten Generation. Die aktuelle Generation ist natürlich die 40er-Reihe. Die 3070 ist trotzdem eine starke Karte. Für WQAD-Gaming ganz locker. 4K ginge damit auch noch. Muss man immer so ein bisschen bei den Spielen gucken, wie man die Auflösung einstellt. Ich sage es immer wieder, Hogwarts Legacy, bestes Beispiel. Wenn ihr da 4K spielt und alles hochballert, das schafft die Grafikkarte einfach nicht. Gerade mit Raytracing noch dabei. Deswegen, aber für WQAD echt eine gute Karte. Den FPS-Test dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 447,95 € bei XCOM. Der Arbeitsspeicher sind 16 GB DDR4 3200 Corsair Vengeance RGB Pro. Jetzt, wo wir gerade das Bild hier sehen, der ist hier auch zu sehen, ne? Also der leuchtet wirklich so. 16 GB in der heutigen Zeit, ist so ein Thema. Ich würde jetzt tatsächlich sogar schon bei Systemen über 1200, über 1300 Euro auf 32 GB gehen, weil der Speicher einfach nicht mehr so viel kostet. 16 GB reicht erstmal. Es gibt aber Spiele, die reizen das einfach aus. Ansonsten haben wir hier 3200 MTS. Das entspricht natürlich der Spezifikation von Intel. 3.6er hätte ich geiler gefunden, wenn nicht sogar 4000er. Aber das ist schon okay. Das sind ein paar FPS mehr. Das merkt ihr wahrscheinlich gar nicht. Immerhin halten sie sich an die Vorgabe und bauen jetzt nicht irgendwie 2800er oder so da rein. Und der kostet 47
49,90 € bei ProShop. Die SSD ist eine 1 TB Samsung 970 Evo Plus. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 3300 MB die Sekunde und hat TLC-Speicher. Qualitativ eine gute SSD, die sind auch extrem günstig geworden. 1 TB gehe ich noch mit bei dem Preispunkt, das ist völlig in Ordnung. Aber ihr seht schon am Preis von 44,90 €, da hätte man auch mit 2 TB gehen können. Aber ist egal, 1 TB bei der Preisklasse, okay. Und die kostet 44,90 €, wie eben schon gesagt, bei Amazon. Das Netzteil ist ein 750 Watt Corsair RME 80 Plus Gold Kabelmanagement. Ihr müsst jetzt aufpassen, von dem Netzteil gibt es 2 Varianten. Die 2022er Variante und die 2023er Variante. Die unterscheiden sich einfach nur dadurch, das 23er bringt den neuen Stromstecker für die 40er Generation der Nvidia-Karten mit, was ihr hier sowieso noch nicht braucht. Ihr habt hier eine 3070. Aber die haben das Neue schon mit dabei, sprich, wenn ihr irgendwann eine 4070 oder was weiß ich, eine 4080 oder so kauft, dann könnt ihr da schon den neuen Stromstecker benutzen. Ansonsten ist das Netzteil völlig okay. Vollmodular, goldzertifiziert, bringt den neuen Stecker mit, auch wenn ihr ihn noch nicht braucht, ist okay. Und das kostet 110,31 € bei csvdirekt.de. Der CPU-Kühler ist ein BeQuiet Pyrox 2FX Black. Der hat eine TDP-Klassifizierung von 150 Watt. Wir erinnern uns, der Prozessor hatte 148 Watt Maximum Turbo Power. Also wenn ihr ihn unter permanenter Last stellt, dann kratzt der an dieser Grenze von dem Kühler. So beim Zocken und so werdet ihr das nicht merken. Ihr werdet es wahrscheinlich merken, wenn ihr jetzt ein Video rendert und ihr benutzt jetzt keine Hardwarebeschleunigung, sondern macht wirklich alles über den Prozessor, dann wird der über kurz oder lang zu warm. Aber so fürs reine Zocken echt eine gute Sache, kann man ruhig machen. Der Kühler ist qualitativ auch völlig okay. Ich hatte den auch schon hier. Sieht auch noch schick aus mit diesem Regenbogenring hier. Den kann man sich natürlich einstellen, wie man möchte. Und der kostet 42,49 € bei Mindfactory. Betriebssystem ist Windows 11 Home. Ja, brauche ich nicht viel zu sagen. Wir haben ja hier diese Performance und Efficiency. Die Kerngeschichte, da braucht man schon Windows 11, kommt besser damit klar als Windows 10, ist okay. Und das kostet 51,76 € bei MySoftware. Ansonsten haben wir hier noch 3 Jahre Garantie inklusive Pickup und Return, das ist ganz geil. Also wenn irgendwas mit der Kiste ist, 3 Jahre lang, ihr ruft bei MIFCOM an, ihr kriegt ein Rücksendelabel und der Postbote macht mit euch einen Termin aus, beziehungsweise die machen für euch einen Termin aus, dann kommt der vorbei und holt das Teil ab. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis, hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse, das Netzteil und Windows und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.174,98 €, das System soll kosten 1.349 €. Der Preis ist okay, ist jetzt nichts Besonderes, ist kein Kick-Ass-Deal, also für MIFCOM vielleicht schon, aber nicht für euch. Es ist völlig in Ordnung. Da macht man jetzt nicht so einen Riesenschnapper, wie zum Beispiel, wenn Kreativecke da irgendwie mit Dubaro am Schickern ist, wo das Teil dann 200 € unter Geisterliste ist. Aber das ist ein vernünftiger Aufpreis für ein vernünftiges System. Das mit den 16 GB RAM, ja okay, in der Preisklasse kann ich irgendwo noch verstehen. Ich würde euch empfehlen, nehmt 32 GB, seid auf der sicheren Seite. Aber ja, das ist so ein Teil, da kann man durchaus mal sagen, nehmt es ruhig. Es gibt natürlich schon aktuellere Systeme für den gleichen Preis, mit einer 4060 Ti oder so. Die ist aber auch nicht so viel schneller als eine 3070. Deswegen nehmt ihn ruhig, wenn ihr da Bock drauf habt. Wurde ja auch vorgeschlagen in Videovorschlägen. Wenn der Kollege sich den vielleicht kaufen möchte, bitte nehmt ihn ruhig. Ihr bezahlt halt das gleiche an Aufpreis auch bei Mindfactory, habt dann aber nicht 3 Jahre Pickup und Return. Das muss man noch dabei sagen und die installieren euch auch nicht Windows vor, es sei denn, ihr zahlt nochmal ordentlich drauf. Gut, das wär's dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.